Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Und zwar zocken wir heute Tinker Town. Das Spiel wurde mir freundlicherweise von dem Entwickler zur Verfügung gestellt und es befindet sich noch aktuell in der Beta-Version. Das heißt, morgen bzw. heute kommt es raus. Am 3.12. habt ihr die Möglichkeit, das Spiel anzuzocken. Was es dann kosten wird, das kann ich leider noch nicht sagen. Aber wir schauen einfach mal rein und ihr könnt dann entscheiden, ob für euch das Spiel sich lohnt. Wir beginnen mit dem Singleplayer. Wie man sieht, ich habe jetzt schon mal einen Charakter angelegt. Den löschen wir jetzt einfach mal und machen einen neuen. Wir haben die Möglichkeit, hier den Charakter entsprechend zu verändern. Es gibt die Haarfarbe und die Hautfarbe. Und dann kann man natürlich noch einen Namen vergeben. Und dann können wir diesen wählen. Ich habe jetzt vorhin auch schon eine Welt erstellt. Die löschen wir auch und machen eine neue. Wir nennen es einfach mal wieder Juliania. Und machen einen Seed, keine Ahnung, irgendwas vierstelliges. Drücken auf Create und auf Create New World. Achso, okay. Im Hintergrund startet so eine Art Server. Nicht wundern, da geht dann so eine Konsole auf. Die seht ihr jetzt nicht, aber die scheint so eine Art lokalen Server zu öffnen, worauf ihr dann spielt. Wir haben hier unser kleines Männchen. Wir haben aktuell Nacht. Unten links steht Enter für Press Chat. Das heißt, wir können dort theoretisch mit den Kollegen im Multiplayer kommunizieren. Und wir haben hier unten rechts die Karte, die sieht man da. Dann ist auch das kleine Männchen, da ist das Haussymbol, das ist quasi dann wahrscheinlich der Spawnpunkt. Wir können jetzt sozusagen hier Sachen einsammeln. Und wenn wir es einsammeln, bekommen wir automatisch neue Rezepte. Hier, das ist Stein zum Beispiel. Genau, Büsche einsammeln. Und je nachdem, was wir einsammeln, können wir neue Rezepte herstellen, also neue Gegenstände. Hier haben wir zum Beispiel einen Skull. Hier können wir einen Skullhelm herstellen. Gucken wir mal, brauchen Holz. Das hier sieht aus wie Schilf. Was war das? Achso, okay, gut. Hier oben links haben wir unsere Anzeige. Da sieht man auch übrigens, wann wieder Tag ist und wann es wieder Nacht wird. Wir können uns die Gegend hier ein bisschen erkunden. Hier haben wir einen. Oh, hier haben wir einen, da ist aber gerade keiner. Das ist irgendein Lager von irgendwelchen bösen, fiesen Gestalten, so wie es aussieht. Ist aber, glaube ich, keiner da. Aber ich habe zumindest coole Sachen eingesammelt. Wir haben hier noch ein Rezept. Quatsch. Ein Lagerfeuer. Ich mache das jetzt einfach mal kaputt. Geht das überhaupt kaputt? Tatsächlich. Noch ein Helm. Ich klopfe mal an die Tür, ob da jemand rauskommt. Sehr cool. Wir haben jetzt jede Menge Sachen eingesammelt. Wir können das Inventar aufrufen, indem wir die Tabulator-Taste drücken. Das ist unser Inventar auf der linken Seite. Wir haben nochmal Equipment. Das heißt, wir können Rüstung herstellen. Und auf der rechten Seite sieht man die Crafting-Sachen, die man herstellen kann. Es wird angezeigt, wenn was Neues dabei ist, beziehungsweise man kann sich nur anzeigen lassen, nur die neuen Sachen oder halt einfach alle. Und ja, da müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier in dem Spiel überhaupt machen müssen. Da bin ich mir noch nicht gar nicht so sicher, um was es jetzt in dem Spiel geht. Ich habe noch keine Idee dazu. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal ein paar Ressourcen ein. Und versuchen mal ein bisschen die Karte zu erkunden. Vielleicht sehen wir ja da was Cooles. Wir brauchen natürlich auch andere Werkzeuge, wenn wir dann etwas Größeres herstellen wollen. Ich würde sagen, wir machen mal eine Workbench. Mit einem Klick auf die Workbench sieht man die Rezepte. Wir brauchen 10 Holz. Das heißt, wir sammeln mal noch ein paar Stöcker. Bäume können wir sozusagen noch nicht fällen. Das kommt alles noch. Wie gesagt, das ist halt noch eine Beta. Das ist aktuell eine Open Beta und. Ne, eine Closed Beta, glaube ich.
Zumindest kann man sich für diese Beta anmelden. Hier ist ein Goblin. Ich glaube, der Goblin ist zu dem Goblin-Lager. Jetzt wird es hell, wie man sieht. Kann man schön den Verlauf des Tages sehen. Geht auch relativ schnell. Und es wird auch nicht so finster wie in so einem First-Person-Spiel. Das heißt, man sieht auf jeden Fall noch ein bisschen was und braucht keine Fackeln. Die Mauern, die hier rumstehen, die können wir im Übrigen auch abbauen. Das geht natürlich schneller, wenn wir nachher eine Spitzhacke herstellen. Wie viel Holz haben wir denn jetzt noch? Oder schon? 8 Stück. Wir brauchen noch 2 Stück. Dann können wir eine Werkbank herstellen. So. Wir haben nur eine Geschwindigkeit, also wir können auch jetzt nicht rennen oder sowas. Es erinnert ein bisschen so an Bomberman, muss ich sagen. Durch diese Kästchen und diese Gänge und so weiter. Jetzt sind wir wieder in unserem Lager. Jetzt stellen wir mal die Workbench her. Die landet dann automatisch im Inventar. Und dann können wir die hier hinsetzen. Und man hat dann instant viel, viel mehr neue Gegenstände, die wir herstellen können. Aber wir wollen erstmal eine Axt herstellen. Das heißt, wir brauchen nochmal 3 Wood und 2 Stein. Steine kann man mit der Hand einsammeln. Mit einer Spitzhacke geht es natürlich noch ein bisschen schneller. Ah ne, warte, wir brauchen bloß 2. Naja, das war ein bisschen viel. So, gucken wir mal, wo haben wir jetzt noch hier Holz rumliegen? Ist das hier Holz? Ne, das ist ein Busch. Ne, doch kein Busch. war das ein... Was habe ich eingesammelt? Wooden Barrel, okay. So, warte mal, wir brauchen noch Holz. Holz. Holzi, Holz. Ja, den Bäumen brauchen wir uns noch gar nicht versuchen. Die können wir noch nicht kaputt machen. Dazu brauchen wir tatsächlich die Axt. Ich finde auch, dass die Musik ist halt eine sehr, sehr lebendige Musik, muss ich sagen. Oh, was ist das? Yellow Slime. Den greifen wir mal noch nicht an. Ich glaube nicht, dass der... Jetzt wird es schon wieder dunkel. Seht, wie schnell das geht. So, wir kriegen aus den Büschen auch Holz raus, sehe ich gerade. Das habe ich nämlich noch gar nicht gecheckt. Das hier sind, glaube ich, Bärenbüsche. Wir können uns... Ich glaube, wir können uns damit ernähren. Redberries. Ich packe die mal hier oben hin. Dann können wir sie nämlich auch... habe ich die jetzt gegessen? Ah! Okay, mit der linken Maustaste können wir das essen. Dann füllt es unsere Lebensenergie wieder auf. So, eine Axt hergestellt, die machen wir auf Slot 1. Eine Stone Pickaxe. Und da brauchen wir nochmal Holz und Steine. Das ist nicht so wild. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Hier ist es. Das sind Steine. Was ist das für eine große Pflanze hier? Ist das ein... Ah, okay, das ist ein Baumstumpf scheinbar. Wie ihr seht, können wir den jetzt mit der Axt einsammeln. Und wir bekommen auch Saplings raus. Das heißt, wir können später auch wieder Bäume nachpflanzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier diesen Baum fällen, kann es halt passieren, dass wir einen Sapling rausbekommen. Haben wir einen? Nee, keinen. Nicht so wild. Kommt später. Ja, da kommt ein Goblin. Der ist gemein wahrscheinlich zu uns. Oder hoffe ich mal, dass er nicht gemein wird. Pickaxe herstellen. Wir können ja mal gucken, ob wir den schon angreifen können. Und ob er uns überhaupt angreift. Hallo, Goblin. Okay, gut. Wenn man ganz schnell haut, dann bewegt er sich nicht. Und bekommt Schaden. Ganz leichten Schaden. Unser Werkzeug geht, glaube ich, nicht kaputt, so wie ich das gerade sehe. Doch, ich habe auch Schaden bekommen. Hä? Okay, gut. Eine gewisse Rückmeldung hätte ich gerne gehabt. Naja, jetzt müssen wir mal ein paar Beeren sammeln. Nochmal was essen. Toll, eine Beere eingesammelt. Was ist das hier? Ist das ein großes?
Weiß ich nicht. Da oben sind noch Bären, guck mal. Hier sind übrigens noch verschiedene Ressourcen, also Metalle und so weiter, können wir auch einsammeln. Das heißt, wir werden uns mal eine Rüstung herstellen, oder? Ich will jetzt hier zu dem... Was war das? Ist unser Inventar voll, oder was? Nee. Sieht jetzt noch gar nicht so danach aus. Oder sind das... Nee, unsere Inventarplätze sind noch nicht voll. Oh. Warum kann ich das nicht... Ah, doch. Komisch. Sehr, sehr merkwürdig. Die 3. Halt, die 3. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier die... Ich weiß nicht, man braucht... Ah ja. Was ist das? Das sieht aus wie Kohle. Ah, cool, Kohle. Coole Kohle brauchen wir auf jeden Fall für... Für unsere Furnace. Das heißt, wir können auch einen Schmied bauen. Also Schmiedeofen. Ist das hier auch noch Kohle? Perfekt. Ein paar Steine einsammeln. Wie gesagt, es gibt verschiedene Erze. Für den Furnace brauchen wir noch 10, insgesamt 10 Steine. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich verstehe nicht, warum ich mal Escape drücken will. Man sieht halt quasi, dass das Abbauen dann entsprechend schnell geht. Das hier ist, glaube ich, Kupfer. Nehme ich mal an. Red Berries. Copper Ore. Genau, das ist Copper Ore. Da oben ist nochmal ein Goblin. Das ist ein größeres Goblin-Lager sozusagen. Die kommen natürlich hier nicht durch, weil wir hier noch eine Barriere, eine natürliche Barriere haben. Da ist wieder der Goblin. Dieser gemeine Bastard. Die haben gemerkt, dass ich ihnen das Ding kaputt gemacht habe. Ihre Base. Warte mal, ich stelle noch hier. So. Jetzt können wir zum Beispiel Kupfer schmelzen. Oh. Achso, das kriege ich instant ins Inventar. Das ist ja interessant. Mich stört ein bisschen, dass er mich verfolgt. Wir können halt, wie gesagt, auch Mauern bauen. Wir können die Mauern nämlich auch abbauen. Die hier. Und da können wir halt Mauern bauen. Und uns halt vor diesen Kreaturen schützen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich sammle mal hier so ein paar Mauern ein. Da ist Green Slime. Das wird man alles noch gebrauchen können. Ich bin mir nicht sicher, ob man Türen machen kann oder sowas. Das müssen wir mal schauen. So, die Mauern habe ich hier eingesammelt. Beziehungsweise eine Mauer habe ich eingesammelt. Aber wir können ja zum Beispiel auch eine Dings hinstellen. Eine Barrel. Können wir da drauf zugreifen? Ah, tatsächlich. Das sind Storage-Behälter. Guck mal, der guckt sich jetzt hier die Blümchen an. Das ist bestimmt ein friedlicher Geselle. Der ist bestimmt gar nicht böse. So. Wooden Chair. Brauche ich das jetzt schon? Nee, keine Ahnung. Wooden Bed. Sleep here to your spawn point. Ah, okay. Das ist einfach nur Interieur. Da brauchen wir noch Klamotten. Das können wir so noch nicht bauen. Klamotten, ich weiß nicht, man muss halt die Rezepte halt selber finden. Ich wollte eigentlich einen Wooden Boar. Ich wollte eigentlich, ah hier, guck mal, einen Wooden Helm. Wir brauchen Leder. Noch mehr Leder? Wo kriegen wir Leder her? Gute Frage. Warte mal. Stone Pickaxe. Das ist ja eine Stone Pickaxe. Jetzt muss ich mal schauen. Ach ja, hier ist der Amboss, genau. Der Amboss braucht Kupfer. Noch 2 Kupferbarren. Das heißt, lasst uns mal gucken, ob wir noch irgendwo Kupfer finden. Wahrscheinlich hier oben. Nee, oben haben wir was. Hier ist... hier, guck mal, hier ist noch ein bisschen... Ah, nee, das ist Bärenbusch. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Hat ja die roten. Nee, das können wir noch nicht abbauen. Das da ist Kupfer, so wie es aussieht.
Mhm. Was kriegt man hier nochmal raus? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach ja. Die, diese Schnüre. Jetzt hatte ich kurz einen Break, weil die, ja, der DRL-Bode geklingelt hat. Ja, ich habe aber kurz nochmal ein bisschen Kupfer eingesammelt. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein bisschen Kupfer herstellen. Gucken, wie viel wir rausbekommen. So. Und jetzt können wir natürlich den Amboss herstellen. Den machen wir auf der Werkbank, glaube ich. Nee. Den machen wir hier. Einen Amboss. Bitteschön. Dankeschön. Stellen wir hier hin. Jetzt können wir am Amboss, glaube ich, auch weitere... Ja. Wie man sieht, hat man jetzt hier die Iron Sword. Okay. Eine Copper Pickaxe. Das heißt, wir müssen noch mehr Kupfer einsammeln, damit wir dann später das Eisen abernten können. Wie man sieht, hat man hier Iron Helm und so weiter. Da brauchen wir aber Leder. Das heißt, wir brauchen... können wir irgendwie einen Bogen oder sowas herstellen? Tatsächlich, hier einen Bogen. Den können wir schon mal herstellen. Und Pfeile? Ach hier, guck mal, einen Sword... Das habe ich gar nicht gesehen. Pfeile müssen wir mal gucken, wo wir die dann herkriegen. Ich will aber erstmal ein bisschen Holz noch sammeln. Übrigens werden die scheinbar die Goblins immer mehr, so wie es aussieht. Es rennen überall irgendwelche Goblins rum. Ja, wie gesagt, man kann es mit einem Freund, mit seinen Freunden Multiplayer spielen. Ich bin mir noch nicht sicher, was dann quasi das gemeinsame Ziel ist. Soweit ich gesehen habe, gibt es auch Boss-Gegner. Könnt ihr euch ja mal anschauen auf Steam. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Da gibt es auch noch von dem Entwickler ein paar Videos. Ich guck mal, ob es einen Trailer gibt. Dann packe ich mir den noch mit vorne in vor das Video mit rein. Aber ich finde, es macht auf jeden Fall schon mal einen ganz, ganz guten Eindruck. Also es ist sehr, sehr hübsch. Ich mag diese Pixel-Grafik und was ich merkwürdig finde, ist, dass der... Naja, das sieht aus, als würde der halt irgendwie... Na gut, okay. Hat so ein bisschen durchgeschienen. Das war ein bisschen merkwürdig. So, wir machen mal hier ein Schwert. Iron... Wooden Sword. Komisches... Sieht halt aus wie ein Stock, ja. was wir mal noch machen, ich guck mal, ob ich jetzt hier Pfeile finde. Pfeile, Holzpfeile oder sowas. Schade, dass es keine Suchoption gibt, wo man mal schauen kann. Aber ein Schild können wir machen, da brauchen wir nochmal Leder dafür. Wir bauen mal eine Crate, da können wir nämlich unser Zeug reinpacken, weil das wird ja wirklich langsam ziemlich viel. So, wo ist die? Hier. Stellen wir einfach mal hier hin. Mit Rechtsklick können wir dann unser Zeug reinpacken. Hier haben wir übrigens einen Sapling rausbekommen. Den können wir mal noch mit aussehen. Oh, was ist das? Ich weiß gar nicht, das Spiel ist auf Englisch. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob es auf Deutsch umzustellen geht. Können wir mal gucken, ob es hier Setting... Oh, ich habe eine sehr merkwürdige Auflösung hier drin, habe ich gerade gesehen. Hm. Naja, okay, gut. Scheinbar ist es nicht auf... Gibt es das nicht auf Deutsch? Es ist meine Maus weg. Hä? So, wieder alles gut eingestellt. Ja, wie gesagt, es gibt das Spiel auf Englisch und ob es das jetzt auf Deutsch gibt, das kann ich leider nicht sagen. Aber viel muss man ja nicht wissen, so wie es aussieht. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. So. Hä? Ach, ist ja krass. Hä? Was schießt der jetzt ab? Ist ja witzig. Der hat automatisch Pfeile drinne. Die müssen wir nicht herstellen. Da können wir jetzt so unendlich viele Dings... Das ist ja wie damals bei Minecraft, glaube ich. Alchemie-Table. Was haben wir denn jetzt eingesammelt? Was ist denn das? A Green Jelly. Das ist ja cool. Interessant. Oh, ich freue mich das schon, das mal mit jemandem zusammen zu zocken. Mal gucken.
Vielleicht ist er barefooted. Diejenige welche? Wir müssen halt einfach schneller sein. Na toll, der hat nichts ab... Der hat nichts abgeworfen, dieser Heinz. Ja, es steht halt da, dass man Leder bekommt oder Leder benötigt, aber ich habe jetzt noch nicht, ich habe noch keine Tiere gesehen. Wahrscheinlich kommen die irgendwie noch. Ich weiß halt auch nicht, ob die Karte prozedural generiert ist. Zumindest sieht sie nicht danach aus. Toll. Ah! Ah! So, was haben wir hier? Nochmal Green Jelly. Green Jelly. Keine Ahnung. Brau ist wahrscheinlich etwas, wo für ein Rezept. Guck mal, hier ist noch ein Goblin-Lager. Der sieht mich nicht durch die Bäume. Aber wie gesagt, sieht ganz cool aus. Da hinten ist noch Kohle. Warte mal, ich will mal die Kohle holen. Es gibt halt immer so wie so eine Art kleine Gänge, ne? So ein bisschen so durch die Landschaft gehen. Das war, glaube ich, jetzt nicht notwendig. Aber hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Kupfer. Und rechts ist noch jede Menge Kohle. Das heißt, wir können auf jeden Fall dann weitere Sachen herstellen. Hier haben wir noch Beeren. Mal gucken, ob man Beeren auch anpflanzen kann oder sowas. Es gibt ja einiges, was man herstellen kann. Mich ist interessiert, also es sieht aus wie eine Mischung aus Bomberman und Stardew Valley irgendwie. Ich weiß auch nicht, das kann mir nicht helfen. Aber ich mag das Design, mir gefällt die Musik, die jetzt gerade weg ist. So. Ich finde es auch gut, dass man jetzt am Anfang nicht so ein kleines Inventar hat. Dass man halt schnell vorankommt. Müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, wir werden jetzt hier das nicht groß ausdehnen. Vielleicht werde ich mal einen Gameplay machen mit im Multiplayer. Aber nur, wenn das gewünscht ist. Wenn das jetzt nicht gewünscht ist, dann lasse ich das einfach. So, da versteckt sich ein Goblin, ne? Seht ihr das? Ich weiß auch gar nicht, ob man schneller oder langsamer wird, wenn man viel mehr trägt. So. Hier oben ist unser... Guck mal, da ist der Goblin wieder. So, gucken wir mal, was können wir denn jetzt noch machen? Copper Pickaxe. Warte mal, wir wollen aber erstmal die Sachen herstellen. Also ist ja auch cool, dass das sofort hergestellt ist, ne? Jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Jetzt gehen wir an unseren Amboss und stellen uns mal eine Copper-Pickaxe her. Und die andere, die packen wir mal hier rein. Die brauchen wir nicht mehr. Die legen wir mal vor. Und dann gucken wir mal, weil wir hatten ja irgendwo was Blaues gesehen. Da hinten, genau, richtig. Das nehmen wir mal. Ich glaube, das ist Eisen oder könnte eventuell Eisen sein. Schauen wir mal. Iron Ore, jawohl. Dann können wir halt ein bisschen Eisen herstellen. Ein paar Eisenbarren. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob sich der Lebensbalken automatisch auffüllt. Und was ich auch nicht weiß, ist, was das 10 von 10 da oben ist. Das kann ich leider noch nicht sagen. Ich habe da jetzt noch gar nicht drauf geachtet, was da passiert. Das irgendwie auch sowas wie eine Art Sättigung ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Das werden wir dann im Lauf des Spiels irgendwann mal feststellen. Oder wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir sagen. Aber woher solltet ihr das wissen? Das Spiel kommt ja heute erst raus. Das war wieder dämlich von mir. So, hier schön alles einsammeln. Holz braucht man. Die Dinger gehen immer recht schnell hier kaputt. Ich würde sagen, wir machen uns mal ein Alchemie-Table, oder? Workbench, Furnace, Alchemie-Table. Oh, da brauchen wir Yellow Jelly und Red Jelly. Das heißt, wir müssen so eine komischen Dinger noch einsammeln.
Eine Fackel. Da brauchen wir Kohle für. Die Kohle haben wir ja, glaube ich. Mal gucken. Ah ja, okay, die können wir hier hinstellen. Ah, nee, wir können die... Ah, das ist ja interessant. Wir können die an die Wand dranhängen. Und dann ist es hell. Ja, super. Jetzt kommt hier der Goblin wieder an. Den würde ich mal erledigen. Vielleicht hat er ja coole Sachen bei. Wir haben den ja sein Lager... zerstört. Guck mal, wie viel Eisen wir hier rechts haben. Das würde ich gerne alles mal abbauen. Wenn es genehm ist. Genial. So viel Zeug. Unser Inventar ist halt... Ja, ist noch nicht voll. Wir haben ja eine Kiste gebaut, da passt ein bisschen was rein. Ich weiß leider nicht, wie viel auf diesem Server spielen können oder mit wie vielen Leuten man da drauf zocken kann. Ob es eine Begrenzung gibt, das weiß ich leider nicht. Guck mal, wir können Iron Bars herstellen. 24 Stück, aber dazu brauchen wir Kohle. Ja, super, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Nee, warte mal, wir haben noch Kohle. Nee, die habe ich alle, die ganze Kohle habe ich eingesammelt. Na, klasse. Ja, da gucken wir mal, ob wir irgendwo Kohle finden. Ah, der hat uns gesehen, der Kollege. Aber läuft uns nicht hinterher. Super. Da hinten ist Kohle, aber die ist so versteckt. Ist halt am Rand, ist das halt auch ein bisschen verschwommen immer, ne? Wie ihr seht. Naja, aber Spielprinzip an sich ist ja klar. Da muss man jetzt nicht allzu viel erklären, sag ich mal. Ihr könnt euch ja selber dann mal einfach ein Bild machen, wie euch das Spiel gefällt und ob ihr das eventuell selber zocken wollt. Wie gesagt, ab 3.12. auf Steam erhältlich. Das ist ja heute sozusagen in eurer Zeit. Für mich ist es morgen. Und ja, wer eventuell mehr davon sehen will, der kann ja gerne mal unten in die Videobeschreibung was reinschreiben. Dann können wir uns das gemeinsam vielleicht ein Gameplay machen. Und wir schauen es dann einfach nochmal in einem langgezogenen Gameplay an. No? Gut, alles klar. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich zocke jetzt hier mal noch ein bisschen weiter. Verabschiede mich. Und abonnieren nicht vergessen, wer mich nicht kennt. Ansonsten halt einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Angezockt oder in der nächsten Vintage Story Folge, je nachdem, was als erstes kommt. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss!